Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Samsung hat die Galaxy A-Reihe erweitert und dazu gehört das brandneue A72. Das ist der direkte Nachfolger vom A71. Was hat sich alles verbessert und lohnt sich überhaupt ein Upgrade vom 71er auf das 72er? Ja, das werden wir alles heute in meinem Video besprechen. Wir werden das auch auspacken und einrichten. Ich werde alle technischen Daten über das A72 erzählen und werde natürlich am Ende erzählen, ob es sich lohnt, ein Upgrade zu machen oder nicht. Aber fangen wir doch erstmal nach dem Intro an. Bis gleich. Ja, dann packen wir doch das gute Stück einmal aus. Und während ich es auspacke, erzähle ich auch etwas über die technischen Daten. Und eins, was ihr wissen müsst, was der Unterschied zum A52 ist: Das A72 gibt es nur in der 4G-Variante. Und das A52 gibt es in der 4G-Variante als auch 5G-Variante. Und ein signifikanter Unterschied ist hier noch, dass das 52er in der 4G-Variante 90 Hertz hat, ebenso wie das A72 nur 90 Hertz besitzt. Kauft man das A52 in der 5G-Variante, bekommt man 120 Hertz. Das ist der erste Unterschied. Dann packen wir das gute Stück mal aus und hier sehen wir Samsung übliche Verpackung. Hier oben der Schriftzug und an der Seite A72. Hier durchbrechen wir eben die Versiegelung und schauen uns mal die Rückseite an. Auf der Rückseite, wie immer zu erkennen ist, in welcher Farbe wir es gekauft haben, sowie auch welche Speichervariante. Die Auswahl der Farben könnt ihr hier im eingeblendeten Bild sehen. Und wie man es gerade sehen konnte, ist die Verpackung hier herausgeflogen aus der Oberseite. Hier haben wir einmal den SIM-Kartenöffner sowie auch eine Bedienungsanleitung und eine Quick-Start-Anleitung, wie man das Smartphone einrichtet. Aber diese brauchen wir heute nicht, denn ihr habt ja mich. Dann ziehen wir das hier eben beiseite. Das sieht nämlich genauso aus wie das A52, bloß etwas größer, und noch einen Unterschied haben wir, und zwar in den Kameras, aber dazu gleich mehr. Die Verpackung sieht identisch aus, bloß etwas größer, ein Ladekabel mit USB auf USB-C sowie ein Netzteil. Na, hier haben wir doch einen Unterschied. Schauen wir mal, ob es auch technisch so ist. Ja, technisch ist es tatsächlich so, dass es ein Schnellladenetzteil mit 25 Watt. Das Netzteil vom A52, das ich hatte, hatte nur 10 Watt. So viel dazu. Dann legen wir auch diesen Karton mal beiseite und schauen uns das A72 mal genauer an. Ich hole es mal aus der bösen Verpackung, die Umwelt verschmutzt. Auch hier könnte Samsung ruhig auf Papier umsteigen, so wie es Apple gemacht hat. Also Papierfolie, sage ich mal, das ist etwas umweltbewusster, wenn Sie schon mal daran denken möchten. In Farbe Schwarz habe ich es hier. Welche Varianten es noch gibt, wisst ihr jetzt. Verfügbarkeit ist es nur in der 4G-Variante, 6 GB Arbeitsspeicher, 90 Hertz Bildwiederholungsrate sowie 128 GB. Erweiterbar ist das Ganze mit einer MicroSD-Karte, das ihr gleich sehen könnt. Und zwar öffnen wir hierzu den SIM-Kartenfach, der hier oben angebracht ist, mit der Nadel leicht reindrücken und nun können wir das sehen. Hier sehen wir ganz genau entweder eine SIM-Karte oder eine MicroSD-Karte, Speichererweiterung bis zu 1 TB oder Dual-SIM, jedoch müssen wir dann auf die MicroSD-Karte verzichten. In meinem Fall steckt jetzt keine SIM-Karte mehr ein, weil ich keine mehr zur Verfügung habe, und schalten das Gerät auch einmal ein.
Und solange das Gerät hochfährt, erzähle ich euch auch nochmal etwas über das Gehäuse oder beziehungsweise fangen wir mal hier oben an. Der weitere Unterschied ist vom A72 zum A52 ist einmal die Bildschirmgröße. Denn das 72er hat ganze 6,7 Zoll und das A52 nur 6,5 Zoll. Die Helligkeit ist bei beiden Geräten identisch, diese beträgt 800 Nits. Was sind die Abmaße vom A72? Und zwar haben wir in der Höhe 165 mm, in der Breite 77,4 und in der Dicke 8,4 mm. Wiegen tut das Ganze 203 Gramm. Etwas schwieriger als ein kleinerer Bruder, ist ja auch logisch, weil wir ein größeres Display haben. Auch hier haben wir eine IP67 Zertifizierung, das heißt 30 Minuten in bis zu einem Meter tiefen klarem Wasser. Surround Sound haben wir auch hier. Und zwar haben wir einmal unten und einmal hier oben, was man ganz schwer erkennen kann. Auch hier oben kommt Sound raus. Das ist auch ziemlich cool. Was einige bestimmt schon gesehen haben, wir haben hinten keinen Fingerabdrucksensor mehr oder an den Seiten, sondern dieser sitzt im Display. Aber das werden wir bei der Einrichtung sehen. Und da kann ich euch noch einen kleinen Tipp geben. Zur Kamera. Wenn ihr mein Unboxing noch nicht gesehen habt zum A52, dann bekommt ihr hier noch eine kleine Wiederholung, wenn ihr das gesehen habt. Und zwar haben wir hier folgende Kameraobjektive. Eine Hauptkamera, die 64 Megapixel besitzt und eine 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera sowie eine 5 Megapixel Makrokamera. Jetzt kommt der große Unterschied. Das A52 besitzt eine 5 Megapixel Tiefenkamera. Das A72 jedoch eine 8 Megapixel Teleobjektivkamera. Das heißt, ihr könnt bis zu dreifachen Zoom verlustfrei fotografieren oder auch im Video. Das ist wirklich gut. Das heißt, im A72 habt ihr auf jeden Fall die bessere Kamera bzw. eine bessere Kamera. Zudem kam in beiden Geräten noch ein extra Nachtmodus sowie eine bessere Software hinzu. Die Kamerasoftware hat Samsung im Vergleich zu früheren Modellen in der Reihe ausgewertet. So verfügt die Kamera beispielsweise über eine optische Bildstabilisierung und erlaubt 4K-Aufnahmen. Zudem hat Samsung Tetra Binning integriert, dass der Hersteller mit dem Galaxy S20 eingeführt hat. Hier werden 4 Pixel zu einem großen Pixel kombiniert, die unter anderem mehr Licht aufnehmen können, sodass Nutzer oder Nutzerinnen auch bei schlechten Lichtverhältnissen Fotos mit guter Bildqualität schießen können. Zudem können sie durch die Tetra-Bindung ihre Fotos nahezu verlustfrei schneiden. Die Frontkamera vom A72 hat ganze 32 Megapixel und das ist verdammt geil. Denn das Mi 11 hat 20 Megapixel und hier haben wir in einer mittleren Kategorie eine bessere Frontkamera. Zudem hat das A72 den stärkeren Akku, den braucht er aber auch, da er ein größeres Display hat. Denn der Akku umfasst hier ganze 5000 mAh, das A52 jedoch 4500. Beide Geräte, wie gesagt, können 25 Watt Fast Charging und der A72 hat den Snapdragon 720G und den Adreon mit 618. Das heißt, performance-technisch sind wir gleich aufgestellt wie das A52 in der 4G-Variante. In der 5G-Variante ist das 52er noch ein bisschen stärker. Aber das, ja, ob man das im Alltag spüren wird, ist dahingestellt. Genug von den technischen Daten, jetzt habe ich meinen Mund fusselig geredet und richten das gute Stück hier einmal ein. Für alle anderen, die bereits die Einrichtung gesehen haben oder keine benötigen, dann könnt ihr auch gerne weiter switchen. Fangen wir wie gewohnt mit dem WLAN-Passwort an. Ich richte das WLAN-Passwort ein und bis gleich. Nach dem Eingeben vom WLAN konnten wir gerade eben sehen, dass
hier einige Sachen im Hintergrund eingestellt wurden. Nun können wir weiter fortfahren, Apps und Daten kopieren. Solltet ihr ein Gerät eingerichtet haben, so wie ich es habe, zum Beispiel das A52, können wir hier auf Weitergehen und altes Gerät verwenden. Auch hier gehen wir einen Schritt weiter. Smart Switch wird heruntergeladen und ist gleich einsatzbereit. Über Smart Switch, wie das funktioniert, habe ich euch hier oben markiert. Da könnt ihr gerne sehen, wie das Ganze funktioniert. In meinem Fall mache ich jetzt erstmal nicht und gehe hier auf Nicht kopieren, so wie die meisten von euch. Eine Google-Anmeldung ist natürlich möglich. Solltet ihr keinen Account haben, dann könnt ihr hier einen erstellen. In meinem Fall überspringe ich das Ganze dazu, ja, um einen Account anzulegen, dann bekommt ihr auch Zugriff auf den Play Store, ansonsten nicht. Tun hier einmal die Standorte und alles deaktivieren und können dann weiter runtergehen und das Ganze akzeptieren. Wenn das Ganze dann akzeptiert ist, kommen wir im Menü weiter und müssen einen Moment warten. Nun können wir unseren Suchbrowser aktivieren, mit dem wir standardmäßig suchen möchten. Schutz Ihr Telefon. Um den Schutz des Telefons einzurichten, müssen wir erstmal eine Variante auswählen und ich wähle den Fingerabdrucksensor, aber um den Fingerabdrucksensor registrieren zu können, müssen wir vorher ein PIN eingeben. Ich mache das Ganze exemplarisch 1, 2, 3, 4. Ihr müsst es natürlich nicht so machen und das empfehle ich euch auch nicht. Nachdem wir den PIN-Code eingegeben haben, können wir nun den Fingerabdrucksensor registrieren. Dazu den Finger einfach auflegen und warten, bis das Ganze abgeschlossen ist. Und einige von euch fragen sich bestimmt, welche Technik hier dahinter steckt. Es ist nicht die Ultraschalltechnik, sondern der Sensor wird mittels hellem Licht belichtet und daran werden die Muster des Fingers erkannt. Stimmen diese überein, mit dem man eingespeichert hat, so wird das Smartphone entsperrt. Nachdem wir nun unseren Finger registriert haben, könnten wir einen weiteren Finger hinzufügen. Das empfehle ich euch auf jeden Fall, damit das Ganze auch nochmal flüssiger funktioniert. Gehen dann im Menü weiter und das Smartphone wird nun vorbereitet. Nun können wir uns über unser Samsung-Konto einloggen, wenn wir bereits einen haben. Sollte das nicht der Fall sein, können wir das Ganze auch überspringen. Nun werden wir informiert, was wir alles verpassen, wenn wir hier keinen Samsung-Account hinterlegen. Ich bin damit einverstanden und überspringe das Ganze. Wir sind startklar und können das Ganze hier beenden. Wir sind nun im Display angekommen vom Samsung Galaxy A72. Und als kleinen Vergleich lege ich das A52 daneben, damit wir sehen können, um wie viel größer das Ganze ist. Und wenn wir ehrlich sind, naja, so arg viel größer ist es jetzt auch nicht. Aber wenn ihr die 5G-Variante vom A52 nimmt, habt ihr hier eine Bildwiederholungsrate von 120 Hz. Die 4G-Variante 90 Hz sowie das 72er. Und diejenigen, die das Video vom A52 nicht gesehen haben, zeige ich euch, wie ihr das Always On Display einschalten könnt. Dazu gehen wir einmal in die Einstellungen, scrollen weiter runter auf Sperrbildschirm Always On Display, gehen dann hier auf Always On Display und auf Immer anzeigen. Nun wird das Always On Display immer angezeigt. Wenn wir jetzt hier runter gehen, können wir den Uhrenstil auswählen. Ich bevorzuge gerne diesen, bestätige den mit OK und kann hier zurückgehen. Für alle anderen, die gerne dunkles Design haben möchten, das funktioniert hier. Und für alle anderen, die die Bildwiederholungsrate auf 60 Hz runterschrauben möchten, um Akku zu sparen, das geht in diesem Menü. Eine weitere Methode, die ich bevorzuge, ist die Navigationsleiste zum Streichen. Dazu einmal die Option auswählen und dann geht es auch schon los. Das Samsung Galaxy A72 und A52 sind nun eingerichtet und man kann mit ihnen losstarten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn das so ist, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert kostenfrei meinen Kanal. Denn im nächsten Video
zeige ich euch, wie man die Buds Plus mit dem A52 oder A72 einrichtet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.